Bei dieser Aufgabe müssen wir nur noch die zweite Parabel bestimmen. Und da haben wir einen Scheitelpunkt und einen Punkt gegeben. Das heißt, wir nehmen hier die Punkt-Scheitelform oder wie auch immer die heißt. Auf Seite 30 finden wir die. Das sollte man einigermaßen auswendig wissen. Das ist eine Funktionsgleichung, die einfach den Scheitelpunkt mit enthält. Also der Scheitelpunkt hier ist der xs und hier ist der ys. Das kann man aus der Formelsammlung sehen. Und hier ist der y-Wert, der ganz normale Punkt. Und hier der hier ist der y vom ganz normalen Punkt und hier ist der x-Wert vom ganz normalen Punkt. Und der normale Punkt ist in dem Fall p und der Scheitelpunkt ist in dem Fall s2. Das kann man aus der Angabe so rauslesen. Und wenn man das jetzt ausrechnet und nach a auflöst, erhalten wir minus 0,25. Dieses a in Verbindung mit diesem Punkt können wir jetzt eben zweimal in die Parabelgleichung einsetzen. Also hier das minus 0,25 kommt dazu und der y-Wert ist 7 und der x-Wert ist 6. Also ich mache eine Kombination aus a, Scheitelpunkt oder ganz normalen Punkt und Parabelgleichung, die ich gegeben habe. Und das Gleiche mache ich dann eben mit dem zweiten Punkt P. Und jetzt führe ich das ineinander über. Ich rechne das erst aus, das hier ergibt minus 9. Das bringe ich rüber, indem ich plus 9 rechne, also Äquivalenzumformung. Aus 6b wird minus 6b, weil ich es auch rüberbringe. Warum? Weil dann eben rechts c alleine steht. C ist gleich. Und dieses c ist gleich kann ich da drüben einfügen und schon wird eine Gleichung ohne mit nur einer Variablen sichtlich. Ich habe das jetzt hier mal gemacht, einfach dieses 7 plus 9, was 16 ergibt, minus 6b da hinten eingesetzt. Und jetzt fasse ich zusammen. Minus 20,25, das gibt 9b und den Rest lasse ich stehen. Minus 20,25 plus 16 ergibt minus 4,25. Das heißt, das bringe ich rüber mit plus 4,25, weil ich will ja hier meine unbekannte b stehen haben. Und 9b minus 6b gibt 3b. Das heißt, das wird 9 durch 3 geteilt, ergibt b gleich 3. Dieses b setze ich hier oben ein und dann erhalte ich c gleich minus 2. Und jetzt habe ich a, b und c und kann quasi meine Parabelgleichung aufstellen. Aufpassen, sollte man mal auf ein anderes Ergebnis kommen, dann trotzdem bitte mit dem Ergebnis aus der Angabe weiterrechnen. Dringend notwendig, gerade bei sowas, weil sonst wird die Zeichnung falsch und dann wird vielleicht auch der Rest alles falsch und man kann nicht mehr richtig weiterrechnen. Gut, gezeichnet ist es jetzt so in groß. Formelsammlung Seite 47 habe ich mit aufgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, ein gleichschenkliges Dreieck könnten manche wiederholen. Das ist ein Dreieck, das zwei gleich lange Seiten hat. Vorsicht, keine drei gleich langen Seiten, das wäre ein gleichseitiges Dreieck. Viel mehr Formeln gibt es aber nicht auf der Seite 47 zum gleichschenkligen Dreieck. Was wir jetzt wissen, ist A und B, die können wir auch ziemlich leicht einzeichnen. Für x gleich 3 brauchen wir einfach auf die untere Parabel gehen und für x gleich oder fürs 3 nach oben gehen wir, dann haben wir b1. Das Einzige, was wir richtig aufpassen müssen, ist, dass wir die richtige Parabel treffen. Jetzt haben wir mal zwei Parabeln, jetzt müssen wir auch eben gucken. A liegt eben auf der ersten, also auf p1 und b auf der zweiten, p2, dass man das nicht durcheinander bringt, weil sonst wird es mit c ganz was, ganz vogelwild. Und das Gleiche gilt natürlich für x gleich 6,5. Jetzt ist die Frage, wo c liegt. C liegt ja angeblich 4 Längeneinheiten weiter drüben. Wir können uns ja grob vorstellen, dass es hier irgendwo bei minus 1 liegt. Und da müssen wir jetzt aber nochmal überlegen, was für eine Eigenschaft ein gleichschenkliges Dreieck hat. Wir brauchen ja eine zweite Eigenschaft. Bisher wissen wir nur, dass es bei minus 1 liegt. A, B ist die Basis. Das ist eine wichtige Information. Bei der Basis, wenn wir die Mittelsenkrechte durchzeichnen, dann sind es doch alles die möglichen Punkte, wo der Punkt C liegen könnte, sodass es ein gleichschenkliges Dreieck ergibt. Und genau das machen wir. Nehmen quasi die Mitte und gehen dann 4 Längeneinheiten rüber und schon bin ich bei Punkt C1. Und das gleiche mache ich hier. Wir gehen in die Mitte, weil ich beim gleichschenkligen Dreieck ja bei der Mitte hier quasi eine Symmetrie habe und gehe dann rüber auf 4. Und schon habe ich es gezeichnet. Etwas schwierig am Anfang, aber man sollte hier bei gleichschenkligen Dreiecken immer nach der Basis suchen. Das ist die Seite, die nicht mit einer anderen Seite in dem Dreieck gleich sind. Die beiden Seiten sind gleich groß und die beiden Seiten sind gleich groß. Das ist die Basis. Die müssen nicht gleich groß sein. Gut, dann haben wir das bei der Aufgabe 1.3. Da ist mal wieder eine Standardaufgabe. Ermitteln Sie die Rechnung, für welche Belegungen es gibt. Heißt, wir suchen einfach mal wieder, wann hört es auf, dass es Dreiecke gibt. Und das ist ziemlich schnell klar, wenn die Parabeln sich schneiden. Denn auf dieser Stelle wird a und b aufeinander liegen und auch hier wird a und b aufeinander liegen. Das heißt, wir brauchen die Schnitt- oder die x-Werte für den Fall, dass sich die Parabeln schneiden. Parabeln schneiden sich oder schneidet man mathematisch, indem man sie gleichsetzt. Und eine quadratische Gleichung löst man, indem man es nach 0 auflöst, dass irgendwann ist gleich 0 dran steht und dann die Mitternachtsformel anwendet. Also ich bringe
plus 0,25x² rüber, ergibt es 1,25x², minus 3x bringe ich rüber, ergibt es hier drüben minus 11x, plus 2 bringe ich rüber, ergibt 16 und das Ganze gleich 0. Damit erhalte ich 2x-Werte. Das sind jetzt quasi die x-Werte, wo die beiden Graphen oder Parabeln aufeinander liegen oder sich schneiden. Das heißt doch, dass alle x-Werte dazwischen, dass die gültig sind. Denn die Frage hier war nicht, berechnet die x-Werte, sondern die Frage war, für welche x-Werte gibt es solche Dreiecke? Und die gibt es jetzt eben genau zwischen diesen Werten. Und das stellt man dar wie folgt. X muss Element aus dem Intervall von 1,84 bis 6,69 sein. Diese eckigen Klammern heißen, dass die beiden Punkte oder x-Werte nicht dazu können. Ist ja auch klar, denn dort schneiden sie sich, da würden beide Punkte aufeinander liegen. Also können sie nicht dazu, aber alles, was dazwischen kommt. Und das macht man durch so eine Intervallschreibweise. Geht auch anders, aber so ist es, finde ich, am leichtesten. Bei der 1,4 geht es um den Flächeninhalt. Der ist ja geschenkt, denn die Grundlinie und die Höhe in diesem Dreieck liegen parallel zur x- und y-Achse und die Höhe habe ich sogar schon, denn das da ist 4 Längeneinheiten. Und deswegen muss ich eigentlich nur noch die Grundlinie bestimmen. Und bei der Grundlinie habe ich den y-Wert von b und den y-Wert von a. Den muss ich halt dann noch voneinander abziehen. Dadurch, dass die beiden, dass diese Strecke parallel zur y-Achse liegt, ist das einfach schnell erledigt. Ich muss das einfach nur den y-Wert vom oberen minus den y-Wert von unteren berechnen. Aufpassen muss ich halt, dass ich, wenn ich den unteren, also den ya in abziehe, dass ich da von dem Wert, von dem y-Wert die Klammern setze. Denn hier das Vorzeichen wird quasi alles da drin ändern. Und wenn ich da keine Klammern setze, wird es eben nichts ändern. Dann verfälscht das Ergebnis. Hier wird minus x² plus 8x minus 14 draus. Und das kann ich dann zusammenfassen mit den hier vorderen Werten. Und dann kommt genau das raus, was auch in der Angabe drin steht. Und das setze ich jetzt hier oben ein bei 0,5 mal 4. 0,5 mal a in bn mal 4 gibt dann fe und das noch zusammengefasst ergibt dann das hier. Hier ist natürlich geschickt, 0,5 mal 4 zusammenzufassen, da gibt es nämlich zweimal. Zweimal das erste, zweimal das zweite, zweimal das dritte. So, und jetzt heißt es, wann ist es der maximale Flächeninhalt? Maximaler Flächeninhalt, das hier ist eine quadratische Funktion, das heißt, ich muss davon den Scheitelpunkt berechnen. Dann steht quasi da hinten der maximale Flächeninhalt, nämlich 16,4 und da vorne steht der x-Wert. Und jetzt kommt eigentlich erst das Knackige. Das ist der x-Wert von meinem a. Ja? Der Punkt a war abhängig von, oder der Punkt b war abhängig. Aber in der Aufgabe sollen wir jetzt die Koordinaten des Punktes c angeben. Und das ist schwieriger. Die Koordinaten von a und b könnte man leicht angeben. Also stellen wir uns vor, a liegt bei 4,4. Wo liegt dann c? 4 Längeneinheiten weiter links. So stand es in der Angabe. Also ist mein x-Wert von dem c 4,4 minus 4, 0,4. Also jetzt habe ich den x-Wert. Nur, wie komme ich auf den y-Wert von c? Haben wir vorhin hier auch schon gemacht gehabt. Um auf den y-Wert von c zu kommen, muss ich doch quasi diese beiden Koordinaten zusammen, zusammenzählen. Da haben wir einen kleinen Fehler, da gibt es eine Zauberhand. Sekunde. Zauberhand. Und hier steht ein Plus. Das ist quasi der Mittelpunkt. Also ich kann ja meinen Mittelpunkt von einer Strecke berechnen, indem ich die y-Werte zusammenzähle und durch 2 teile. Bei den x-Werten könnte ich das auch machen, aber der x-Wert hier von dem Mittelpunkt interessiert mich nicht. Mich interessiert dann nur der y-Wert, weil das genau dasselbe y-Wert ist wie bei c. Also berechne ich den y-Wert von a0. Dafür setze ich jetzt quasi dieses x hier ein. Und erhalte mein a0, den y-Wert von a0. Und ich erhalte das gleiche, wenn ich es bei b mache, 4 einsetze, halte ich den y-Wert von b0. Und wenn ich die beiden zusammenzähle und durch 2 teile, erhalte ich genau den y-Wert von der Mitte. Und der ist 2,26 und das ist genau mein c0. Also die Aufgabe hinten raus ist ganz schön schwer. Den x-Wert, den hat man ganz schnell bestimmt. Nur gilt dieser x-Wert eben für a und für b. Um dann auf c zu kommen, muss ich quasi um die Ecke denken. Ich muss mir überlegen, wo liegt denn mein yc und wie kann ich das irgendwie mit a und b in Verbindung bringen. Was man hier natürlich auch hätte machen können, ist komplett den Mittelpunkt bestimmen. Das wäre natürlich auch gegangen. Aber eigentlich ist hier nicht nötig. Es reicht quasi den y-Wert des Mittelpunktes zu bestimmen. Und das liegt hier. So, die Zeichnung bei der letzten Aufgabe wird nochmal etwas schwieriger. Für x gleich 4 ergibt sich das Dreieck. Schwierig deswegen, weil es unübersichtlich wird. Da könnt ihr dann notfalls mit einer Farbe arbeiten, aber bitte nicht mit Rot und mit Grün. Ich habe das jetzt hier einfach mal schraffiert, damit wir das besser erkennen. A3, B3 und C3. So, gezeichnet ist es schnell. Und jetzt nochmal begründen, dass es rechtwinklig ist.
Also das ist tatsächlich etwas Schwieriges. Was ich jetzt mal machen kann, ist einfach mal alle Punkte bestimmen. A3 für 4. Also 4 minus 2. Wenn ich das da, wenn ich quasi den X-Wert hier einsetze, habe ich ja quasi den Y-Wert. B3, dann habe ich den Y-Wert auch, wenn ich das da hinten einsetze. C, haben wir ja vorhin schon festgestellt, hat dieselbe Koordinate oder hat bei dem X-Wert 4 Koordinaten weniger. Also 4 minus 4 wäre in dem Fall 0. Und auf den Y-Wert komme ich wieder über den Mittelpunkt. Minus 2 zusammengezählt mit 6 und davon die Hälfte, das ist dann 2. Jetzt könnte man das Ganze auch ablesen. Das Problem ist nur, wenn man es zeigen soll, darf man es nicht ablesen. Es ist völlig klar, dass diese Punkte reinkommen, aber man muss sie tatsächlich berechnen. Und das geht eben nur auf diese Weise. So, und mit diesen Punkten kann ich jetzt vielerlei anstellen. Ich könnte zum Beispiel die Länge der Strecken bestimmen. AB, BC und AC und dann den Pythagoras anwenden und schauen, ob es stimmt. Oder, so wie es ich jetzt mache, ich bestimme die Strecke A3, M3. Ja, die ist quasi 2 minus minus 2, weil die ja übereinander liegen, und damit 4 Längeneinheiten habe ich sie berechnet. Und jetzt bin ich schon fertig, fast fertig, denn die Strecke M3, C3, die ist ja immer, also vom Mittelpunkt hier weg, die ist immer 4 Längeneinheiten. Das heißt doch, dass wenn ich hier einsteche, ist mit dem Zirkel, ist das ein Kreis, der durch alle drei Punkte geht. Und diesen Kreis nennt man Thaleskreis. Und wenn quasi der Punkt C3 auf diesem Kreis liegt, dann ist es rechtwinklig. Was ich natürlich hier auch noch hätte machen können, ich hätte natürlich noch die obere Strecke berechnen können und so weiter. Hier hätte es unzählige Möglichkeiten gegeben, das noch zu berechnen. Ich glaube, der Ansatz ist ganz geschickt, dass man das eben über das hier macht. Aber man muss irgendwas rausfinden, wie das rechtwinklig ist. Was man zum Beispiel auch hätte machen können, man hätte die Geradengleichung von AC3 aufstellen können und von B3 C3 und dann schauen, ob die Steigungen minus 1 ergeben. Dann wären sie nämlich auch senkrecht. Also hier gibt es mehrere Möglichkeiten, man muss nur mit dem Wort senkrecht bzw. rechtwinklig irgendwas anfangen können.